Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Neben mir Makoto Konishi. Ich habe ihn heute auch mal mit dem Mikrofon ausgestattet. Dann kommt es nicht immer so mono rüber, sondern dann haben wir Stereo-Gelaber. Er versteht jetzt nicht, er guckt schon wieder. Wenn ich rede, dann ist ihm das immer suspekt. Ja, wir sind im neuen Zuchtglashaus von Konishi. Wurde letztes Jahr gebaut, hat insgesamt 12 Becken. Und ich habe mir gerade mal von Makoto erklären lassen, wie hier dieses Jahr alles abläuft. Seither waren wir immer in Glashaus A oben und B. Und dort wurde gezüchtet, da wurden die kleinen Koi geschlüpft. Nicht die wurden geschlüpft, sondern die sind dort geschlüpft. Und dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Das Glashaus hat er nicht zuletzt deshalb gebaut. Also er ist jetzt der aufstrebende, der nachfolgende Präsident. Und es war sein Wunsch, ist er zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, so wie wir das da oben machen, funktioniert es zwar, aber es ist nicht mehr up to date. Es ist nicht der neueste Stand, sondern er möchte sehr viel mehr Elterntiere produzieren. Und wenn er mehr Elterntiere produzieren möchte, braucht er einfach mehr Möglichkeit, also er kann hier züchten, er wird nachher auch oben züchten. Sono furui facility mo tsukai masu ka kotoshi? Taben kotoshi no 8gatsu to ka. 8gatsu. Saigo de taben tsukaimasu. Ja, also ab August, das ist in der Regel die dritte Runde, ist aber third round, ne? So. 8gatsu. In der dritten Runde, wenn man dann neue Elterntiere probiert, die man vielleicht noch gar nicht probiert hat, da wird er dann jeden Platz ausnutzen, den er hat, aber die Zucht beginnt immer mit den Klassikern. 明日はコドリを始めますかね。はい。その何の種類？カラシゴイと、カラシゴイと、オチバシグレ、オチバと、ショウバ、ショウバと、この3つ。その3つ。はい。So. Also, er fängt mit Ochiba, mit Karashigoi und mit Showa an. Karashigoi, weiß ich, ist seit Jahren die erste. Immer die erste Garde, immer die erste Zucht. Das hat natürlich auch einen Grund. Konishi ist für Karashigoi bekannt. Und wenn jetzt das erste Elterntier nicht züchten, nicht ableichen würde, dann hat man immer noch die Möglichkeiten, kann auf ein zweites, ein drittes, viertes, fünftes Elterntier zurückgreifen. Würde man aber erst im Juni oder Juli mit der Karashigoi-Zucht beginnen und würde dann irgendwas passieren, dann hätte man natürlich nicht mehr so viele Möglichkeiten nach hinten raus von der Zeit, weil Koi bekanntlich nur bis Ende August laichen. Und hier durch die neue Facility hat er natürlich die Möglichkeit, jetzt sehr viel mehr Elterntiere zu züchten, als dies in der Vergangenheit war. Und wir haben es ja schon oft erklärt, je mehr Eltern gezüchtet werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich auf eine außergewöhnlich gut funktionierende Blutlinie stößt. Und desto höher, wenn man auch von einer Varietät mehr funktionierende Elterntiere züchtet, desto mehr erstklassige Nachkommen hat man. Weil, auch das ist ein Gesetz bei Koi, es gibt keine Blutlinie, wo nur Erstklassiges herauskommt, sondern es ist so, dass in jeder Zucht ein, zwei, maximal drei Weltklasse-Tiere kommen können, müssen aber nicht, dann so 10, 20 sehr gute und so wird es immer weniger. Und wenn ich dann entsprechend viele Sets von einer Varietät züchte, desto mehr Chancen habe ich, dass das richtig gut wird. So, ima anata wa atarashi facility o setsumei shite kudasai. Demo watashi wa kamera o te de. Also, er erklärt uns jetzt mal, wie er das hier vorhat. Dono ike de kodori o shimasu ka? Kono ike to ここ。 So. はい。と、あと。それは準備を終わった。これはもう終わってる。 So. はい。 Hier sehen Sie also normales Zuchtbecken. Das ist fertig. Hier haben wir ein weißes Netz und wir haben dieses grüne Laichgras. Wir haben eine Belüftung drin. Die Filter, muss ich auch sagen, die sind jetzt nicht mehr da. Wenn Sie sich an das Glashaus erinnern, hier drüber ist normalerweise ein Filter. Der wurde jetzt abgebaut, dass sich die Elterntiere, wenn sie springen oder so, nicht verletzen können und dass man auch hier vernünftig arbeiten kann. So. Kommt an. Asta no asa itsu oyagoi o irimasu ka? Asta no asa. Asta no asa. Hai hai. Hai hai. Itsu kurai? Ma 9時, 8時 9時 kurai kana. 8時 9時. Demo kodori wa tabun asatte kara. Ne, so da ne. Hai. Asatte. Asta mo kano desu ka? Asta yori asatte no hontou ni asa hayai. Also morgen früh um 8, 9 Uhr, da sind wir dann dabei, werden hier die Elterntiere reingesetzt. Und dann können die sich mal einen Tag aneinander gewöhnen. Und übermorgen früh, Asa Hayai heißt früh morgens, werden sie dann wahrscheinlich, wenn alles klappt, beginnen zu züchten. So, hier wird dann abgeleicht, dann hängt hier der Laich überall. Und dafür ist auch der weiße Film, dieses weiße Netz, das ist ein sehr feines Netz, dass man nachher die Eier rausholen kann. Sono kodori no ato de dosuru? Sono tamago? Sono tamago wa kochi ni hikkoshi shimasu. Sono shiroi ami dake. そうそう、白い網だけ。白い網だけ、その緑色のブラシも。これも一緒にこっちに。全部でここに入れて。はい。そう。どうして引っ越ししますか? Also ich frage jetzt gerade, er sagt,
Er zieht, er zieht mit dem weißen Netz und die, das grüne Laichgras zieht dann in dieses Becken um. Und ich frage ihn jetzt, warum es alles umzieht. Durste? もしここで土地で消毒するのは、これスポーニングあとは水がすっごい汚くなります。スペルマとかそのメスを親のそのスライムとか色々なもので汚れるから、こっちに引っ越しして、フレッシュウォーターでディスインフェクトした方がそのとても良くできる。 Also die Also wenn die abgeleicht haben, dann ziehen die, zieht das Netz und das Laichgras, hier wird dann natürlich noch Wasser reingefüllt, wird relativ schnell, wird das ganze Ableichsubstrat und das weiße Netz hier rüber umgezogen in frisches Wasser und das ist auch genau der Grund. Und hier wird dann auch desinfiziert, das Ableichen, das hat sehr viel Schleimabrieb, er sagt, da ist noch viel Sperma im Wasser, das Wasser ist einfach nichts für kleine Koi, um darin geboren zu werden und drum ziehen die dann hier in dieses Becken um. その池に、それは生まれますか？ちっちゃいベビーコイ？この池では生まれません。生まれません。はい。それはいつまでにその池にいますか？3日間。3日間。大体3日ぐらいだね。そう。Also auch hier werden sie nicht geboren, sondern da wird jetzt nur desinfiziert mit Malachitgrün, das sind so die gängigen Dinge, die würden in Deutschland von Karpfenzüchtern genauso gemacht. Dann wird noch mit Jod desinfiziert. その生まれる前に、どこに行きますか？生まれる前？はい、その卵。それ、あの池に生まれない。はい、この池では生まれない。はい、はい。どこに生まれますか？こっち。こっち。はい。Also, vor der Geburt, どうして？どうしてもう一度生まれる前に引っ越ししますか？だから、Also, ちょっと待って。はいはい、sagt gerade, die ziehen also vor der Geburt nochmal um. Hat mir vorher erklärt, wenn sieht, dass die kleinen Koi Augen bekommen, dann werden sie dieses Becken verlassen und werden mit dem weißen Netz und mit dem Laichsubstrat in dieses Becken da drüben umziehen. Do shite imi wa? Koko wa sono malachite green wo yarimasu. Sono imi wa sono fungus. Tamago ni tsuku fungus wo protect suru dame. So. De sore wo yatte demo mizu ga malachite green wo ireru to chotto chigaimasu ne. Mizu ga midori iro naru shi. So.その消毒しかできない。ここはファンガスをプロテクトする理由だけです。はい。はい、でも生まれ前に、はい、それはそのきれいな水で生まれることは、はい、一番いいです。一番いいです。So. はい。Also, das hat auch wieder einen Grund. Die, hier werden die Eier, wie ich gerade schon gesagt habe, werden hier desinfiziert mit Malachitgrün und mit Jod. Und das lässt natürlich alles auch Rückstände im Wasser zurück. Und da er nicht möchte, dass die kleinen Koi gleich in Chemierückständen geboren werden, ziehen sie dann hier nochmal in diese Becken um. Ano ikki ni nanen itsuku itsu made ni ikimasu ka? Imasu ka? Koko? Sore wa mat pond no mae? Ha, mat pond no mae. Hai. Hai. Sore wa nanichi kurai? Koko de? Hai. Koko de daitai 4日間 kurai kana? 4日間. Hai. Sono 4日間 ato de mat pond ni ikimasu. So, und wenn sie geboren sind, die haben ja am Anfang ihren Dottersack, für zwei, drei Tage reicht der Dottersack aus. Dann werden sie von hier aus dann raus in die Naturteiche gehen, können wir Ihnen gleich mal zeigen. Also hier verbringen sie dann die ersten 3 Tage. Aber Sie sehen, das Züchten von Koi heißt nicht nur, man hat ein Becken und lässt dort irgendwelche Eltern auf sich losgehen und wartet dann, was dabei rauskommt an kleinen Tieren, sondern um den Erfolg oder die Quote, die Schlupfrate nach oben zu treiben, wird in einem Becken geboren, im zweiten Becken werden die Eier desinfiziert und in einer möglichst schönen Umwelt werden dann die Kleinen geboren lassen. Da werden sie dann 4 Tage drin zubringen, bevor sie dann in den Naturteich rausgehen. Kotoshi wa sono atarashi shurui mo tsukuritai desu ka? Atarashi shurui wa moshi jikan ga attara. Nano shurui? Mada himitsu? Mada himitsu. Mada himitsu. Kishusui wa? Wakaranai. Mada ii kekka wa nai, ne? Also ich habe ihn gerade gefragt, ob er neue Varietäten dieses Jahr züchten wird. Dann sagt er, das weiß er noch nicht und das, was er vorhat, will er auch noch geheim halten. So sind die Japaner. Ich feiere meine Siege immer einen Tag vorher, der Makoto nicht oder 3 Tage später. Das ist jetzt natürlich Spaß, aber sie sind einfach von der Mentalität so. Choto watashi tachi no ogyakusan ni sono oyagoyo misemasu ka? Hi. Also jetzt schauen wir uns die Elterntiere an und jetzt sehen Sie gleich hier den großen Vorteil von dieser Zuchtanlage.
dass also die Tiere so wenig wie möglich bewegt werden müssen. Hier, wir waren gerade im Glashaus E, jetzt gehen wir ins Glashaus F. Und das Glashaus F, da sind dann die Elterntiere. Sollte Osteska, Mesteska? Also, das sind die männlichen Elterntiere. Sollte Ichiban Ideska? Hi. Also, das sind ein Teil der besten männlichen Elterntiere, mit denen auch aktiv gezüchtet wird. Und wir machen da ja nicht, zumindest nicht bei allen Varietäten, das große Geheimnis draus, aber wir haben es ja auch in Niigata gesehen. Die Züchter waren da auch sehr offen. Anata no Ichiban Daisuki na Oyagoi? Ich frage ihn gerade, welches Elterntier er hier am liebsten mag. So, ne, まだ使ったことはないけど、この手酌が好きです。Also, er mag diesen. でもまだ作ってない。はい、今年初めて使います。Also, dieser Kuchaku hier, er hat ihn noch nicht gezüchtet, aber das ist eine große Hoffnung, er hier, dass der ein guter Papa sein wird. Oh, すごい weniger, Kaya. すごい。黒みもないしね。体も素晴らしいよ。Also, super. Beni.Super Körperform. Dono Mama ni? Mama to isho ni? Mama wa ne, Justice. Ha? Justice. Justice. Hai. Sore mo os, ne? Kore mo os desu. Also wir zeigen Ihnen gleich das weibliche Elterntier. Hier haben wir aber nochmal männliche Elterntiere. Die sind jetzt noch größer. Die sind aber einfach nach Größen selektiert. Und nicht nach Qualität. Ah, Kotoshi, hiyotsuri mo tsukuritai, ne? Hai, tsukuritai. Ganbatte, onegaishimasu. Hai, ganbarimasu. Honto ni...みんな欲しいです。本当に、はい、多分火移りなしで作らない、はい、作ることができない。はい、ich habe ihm jetzt gerade gesagt, er soll dringend Hiyuzuri züchten, weil ohne Hiyuzuri kommen wir nicht weiter. Sie wollen alle Hiyuzuri, sonst müssten wir jetzt halt nach 17 Jahren die Geschäftsbeziehung hier auch beenden. Natürlich Spaß, aber ein bisschen Druck hält die beste Ehe aufrecht.So, hier sehen Sie also Yumena Oya Moiru. Yumena Oya. Ich habe gerade gefragt, ob irgendwelche bekannten Elterntiere drin sind. Das ist von unseren Ochiba, von den Ginrin. Das ist der Papa von unseren Ginrin Ochiba. Das ist der Karashi Papa.Lisa Lisa のパパとか。Das ist Lisa Lisa Papa von den Shusui. そのヒュウツリはまだ。ヒュウツリは一回だけかな。5年前、6年前に一回だけ。あ、それは5年前の作ったヒュウツリのパパです。Also die letzten ヒュウツリ die wir vor 5 Jahren gezüchtet haben, war er hier der Vater. それはメスオヤ。それはメスオヤです。Justice 入ってる？ Justice 入ってるよ。入って？あ、あちらね、あちらコードだね。ここは、あっちも写真撮ってもいいです。大丈夫。うん、大丈夫、大丈夫。それは銀鱗紅白の親ね。うん、でもこれはまだ使ったことがないですね。Diese Ginrin Kohaku war mal Elterntier.Immer noch Ginrin Kohaku Chiga Oya, ne? Hi, Chiga Oya. Also die jetzigen Oyagoi, Ginrin Kohaku, haben einen anderen, eine andere Mutter. これが紅葉の Mama, ne? 何？紅葉の Mama. Das ist von unserem Koyo, der in der Mitte jetzt, die Mutter. Ah, Kyo. Kotoshi, その Matsukawa Bakyo tsukuritai, ne? Hi, tsukuritai. 今、秘密について話した。Ich habe jetzt ein Geheimnis verraten. Makoto möchte dieses Jahr Matsukawa Bake züchten mit diesem Elterntier. Das hat er mir irgendwann mal verraten. Übrigens, dieser Sanke, den Sie hier vor mir sehen, das ist das, was ich immer sage, Fische können sich verändern. Das hat eine gigantische Qualität, das Tier. Der war irgendwann mal...Für 2000 Euro bei Sansai B zu haben. Also, als er dreijährig war, wuchs dann aber über sich hinaus. Purachina no Size war 80? Ne, 80 ぐらいじゃないかな.
also 80 cm Platinogon. So, dann gehen wir noch an das letzte Elterntierbecken. Okay, dazu. Hi. Wie das ist? Das sind die größten. Ist das noch Ginmatsuba? Nein, von der Ginmatsuba. Also dieser Ginmatsuba ist unser Justice-Elterntier von der Justice-Blutlinie. Hat das Rot schon verloren, spielt keine Rolle. Das ist die Karashi-Mama. Hello. Sag Hallo. Hallo, Baby. Jetzt stürzt sie gleich noch. Das ist Strohhalm, unser Ojibwa-Elterntier. Shusuiwa? Shusuiwa, ne. Das schwimmt jetzt gerade hier hinten weg. Ano, beni kikukuryu mo tsukuritai desu ka? Kore wa ne, kushaku to mix shitai desu. Hier beni kikukuryu, 90-95 cm Elterntier, möchte er mit Kuchaku züchten. Hier von unserem neuen Deutsch-Ojibwa. Soll das ein Deutsch-Ojibwa sein? Ja, das Elterntier. Und so weiter und so fort. Nani? Stroheim. Wo ist das? Stroheim. Ja, ja, mo. Ja, mo. Ja. Sanke, mo? Das ist Ginrin Sanke, no Mama. Das ist von Ginrin Sanke, die Mutter. Also, das sind die Eltern dann Ginrin. Also, Sie sehen, bei Konishi hat man auch Material genügend, um zu züchten. Aber es sind noch nicht mal alle. Ano hiyotsuri no oya mo, sono matpun kara kaerimashita. Doko desu ka? Hoka no ike ni. Hoka no greenhouse. Also die Hiyotsuri sind in einem anderen Glashaus. Und da wird uns die Teiche auch noch reinlassen. Hoka no ike wa karapo. Karapo desu. Also die anderen Teiche hier sind noch leer. Kotoshi no natsu ni nano tame? Ne, hitotsu dake atarashii oyagoi ga haiteru. Also in die hinteren Teiche, er sagt, es sind gerade ein paar neue Elterntiere drin, die er ausprobieren möchte. Und wenn die Ladies hier abgeleicht haben, dann, weil sie dann eventuell behandelt werden müssen, auch gegen alles Mögliche, gegen eventuell Parasitenbehandlung oder es verletzt sich mal eins, dass sie dann da hinten und nicht mit den anderen Elterntieren, die noch gezüchtet werden müssen. So. Jetzt haben wir das auch noch erfahren. Hi, arigato gozaimashita. To, ganbatte gozaimashita. Ganbatte heißt auf Japanisch, gib alles und er wird uns wieder schöne Koi präsentieren. Hi, arigato. Hai.